Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im Dezember gelesen habe. Das waren wie im November nicht so viele. Ich habe zwei Sachbücher noch angefangen, aber lese ich jetzt noch. Und ich habe auch einige Romane angefangen, die ich nicht beenden werde. Das erste Hörbuch war Hold My Hand von Michael Barakiwa. Das ist der zweite Teil, also der Nachfolger von dem Buch One Man Guy. Das Buch habe ich auch gelesen, aber ich würde sagen, dass man den ersten Teil nicht unbedingt vorher gelesen haben muss. Im ersten Teil geht es aber halt um so Coming-out-Geschichte, die eigene und der Umwelt gegenüber. Im zweiten Teil geht es dann nicht mehr so darum, aber es geht weiter um erste Liebe und so Sexualität und was so sexuelle Erwartungen an schwule Jugendliche innerhalb so einer Beziehung ist. Ich habe das Buch gehört, weil ich einfach Lust auf so eine romantische Teenagergeschichte hatte, die relativ leichte Unterhaltung ist, und ich würde sagen, dass ich das auf jeden Fall bekommen habe. Ein netter Überraschungspunkt, der mir sehr gut gefallen hat, war, dass ich ja im November das Sachbuch Weil sie Armenier sind beendet habe. Und da geht es ja darum, dass eine Türkin beschreibt, wie in der Türkei mit dem armenischen Genozid umgegangen wird. Und in diesem Buch ist jetzt die Hauptperson ein armenischer US-Amerikaner. Und es geht zum Teil auch darum, was es überhaupt für ihn bedeutet, armenisch zu sein. Also die eigene Auseinandersetzung mit dieser Identität. Und damit zum zweiten Hörbuch, Harry Potter und der Halbblutprinz. Wenn ihr seht, was ich auf Goodreads als gelesen markiere, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich immer mal wieder Harry Potter Bücher höre. Das mache ich meistens so zum Einschlafen oder wenn ich nicht so die krasse Konzentration habe und irgendwas anderes eh schon mache. Und zwar einfach, weil ich die Geschichte kenne und auch mal so 10 Minuten nicht aufpassen kann und trotzdem wieder einsteigen kann. Harry Potter mag ich deswegen auf jeden Fall sehr gerne und höre es sehr viel. Es hat auch was Nostalgisches für mich, weil ich es halt schon seit meiner Kindheit lese. Und es gehört auch einfach für mich gefühlt zum Allgemeinwissen, dass ich Dinge daraus benennen kann und andere Leute wissen, was ich damit meine, was ich leider bei Büchern sonst nicht so oft habe. Und auch dafür mag ich sie voll gerne. Zum einen habe ich dieses Buch mit dazu genommen, einfach um euch wissen zu lassen, dass ich diese Bücher auch lese und dass diese Bücher in meiner Gelesen-Statistik auch drin sind. Also auch die Hörbücher zähle ich als gelesene Bücher. Zum anderen hat es aber auch noch einen anderen konkreten Anlass, und zwar hat die Autorin ja vor kurzem auf Twitter wieder mal negativ auf sich aufmerksam gemacht mit so transfeindlichen Tweets. Und davon hatte ich eigentlich so gar nichts mitbekommen. Aber ich habe ein Video von Cat Black gesehen, wo sie so die Transfeindlichkeit in diesem Tweet erklärt und noch so ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und dieses Video hat mir sehr gut gefallen und wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich das Video auf jeden Fall empfehlen. Ich werde es unten in der Beschreibung verlinken. Und damit zu dem Roman, den ich wirklich so in der physischen Form gelesen habe, When the Moon Was Ours von Anne-Marie McLemore. Die Hauptpersonen in diesem Buch sind einmal ein Transmann of Color und eine Latina, der so Rosen aus dem Handgelenk rauswachsen und die deswegen eine sehr traumatische Familiengeschichte hat. Die beiden sind am Ende ihrer Schulzeit angekommen, also so etwa 17, 18 Jahre alt. Sie sind beiden Außenseiter in dem sehr weißen Dorf. Das ist eine Sache, die sie verbindet, aber genau, ihre Freundschaft besteht aus noch sehr viel mehr. Sie sind quasi, seit sie sich das erste Mal als kleine Kinder gesehen haben, sehr gut befreundet. Diese Beziehung verändert sich jedoch zu Beginn dieses Buches, denn sie bekommt so sexuelle Elemente dazu. Darum geht es zum einen. Die Haupthandlung, würde ich sagen, wird aber davon getragen, dass es in diesem Dorf einfach krasse Transfeindlichkeit gibt. Das war auf der einen Seite auf jeden Fall manchmal ein bisschen schwierig zu lesen, sodass ich manchmal Pause machen musste. Einen anderen Punkt, den ich beim ersten Lesen gar nicht so gesehen hatte,
ist, dass der Transmann hier keine medizinische Transition gemacht hat. Also er hat eine soziale Transition gemacht, er lebt als Junge schon seit er in diesem Dorf ist, aber halt keine medizinischen Aspekte und eigentlich würde er das vielleicht gerne machen. Es steht gar nicht im Raum, dass es so etwas gibt quasi. Und deswegen geht es auch ab und zu mal um so Dysphorien, die er hat. Und das fand ich auch sehr nahegehend auf jeden Fall für mich. Die Autorin ist keine Transperson. Im Nachwort steht aber, und ich hoffe, dass er damit einverstanden war, dass ihr Mann ein Transmann ist und sie halt so seine Transition auch mit begleitet hat. Das heißt, sie und ihr Mann sind zum Teil so positioniert wie die beiden Hauptcharaktere in diesem Buch. Ich fand hier die Darstellung von einer binären Transmännlichkeit ziemlich gut und ziemlich respektvoll und auch den Umgang von ihr, wie sie dargestellt wurde mit ihren traumatischen Familienerfahrungen, wie sie daraufhin wie handelt und was überhaupt passiert ist, fand ich auch sehr einfühlsam. Deswegen gefällt mir jetzt besonders beim zweiten Lesen dieses Buch sehr gut. Beim ersten Lesen hatte ich noch viel mehr so im Kopf, wie die Atmosphäre war. Die ist nämlich sehr märchenhaft. Also es werden öfter irgendwelche Farben beschrieben. Die sind dann immer so orange, rot, irgendwas dazwischen. Es gibt viele Kürbisse. Und zum Beispiel einmal versammelt sich das ganze Dorf und setzt so Lichter, Kerzen in den Fluss. Es gibt auch diesen Trope von den vier bösen Schwestern, die alle Jungs und Männer in diesem Dorf verführen wollen. Beim ersten Mal hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Beim zweiten Mal habe ich es mehr einfach als so Trope anerkannt, mit dem aber auch gebrochen wird. Alles in allem hat mich dieses Mal also ein bisschen was anderes daran angesprochen, aber generell fand ich es ein sehr gutes Buch. Und zum Schluss zum Sachbuch, was ich im Dezember gelesen habe, Afrika sichtbar machen von Ngugi Wa Thiong'o. Dieses Buch habe ich freundlicherweise vom Verlag als kostenloses Rezensionsexemplar erhalten. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, deswegen hier nur kurz. Der Untertitel fasst es fast schon zusammen. Und zwar Essays über Dekolonialisierung und Globalisierung. Das heißt, hier gibt es eine Sammlung von Essays drin, in denen der Autor so analysiert, welche kolonialen Strukturen es immer noch gibt und macht Vorschläge, wie dagegen vorgegangen werden kann. Genau, und dabei ist er ein großer Anhänger oder Verfechter vom Panafrikanismus. Das waren auch schon die Bücher, die ich im Dezember gelesen habe. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir sehr gerne. Ich rede gerne noch länger über diese Bücher. Wenn ihr sie auch gelesen habt, interessiert mich auf jeden Fall eure Meinung zu den Büchern. Und generell merkt ihr ja gerade, bin ich auf der Suche nach guten Büchern. Also, wenn ihr Empfehlungen habt, bitte immer gerne. Bis bald!